die besten 10 Spiele für iOS, unsere Top 10. Die fängt an, mit dem 10. Platz natürlich. Da haben wir Band Together. Herzliche Roboterli, mich hat sehr an Lemmings erinnert. Das ist genau das Stichwort, ein bisschen Lemmingsmässig, gutes Geschicklichkeitsspiel. Unser 10. Platz. Auf dem Platz 9 haben wir Flick-Kick Football. Der Name sagt es ja schon fast. Es ist eigentlich Tipp-Kick für das iPhone. So sieht es aus. Sie haben natürlich ein Figürchen, müssen natürlich schauen, zack, richtig Winkus, Goal treffen. Aber es hat ganz viele verschiedene Modi und vor allem könnt ihr auch das Zeug durchspielen. Das macht das wirklich ziemlich gut. Ist ein seltenes Spiel eigentlich, aber jetzt haben wir es reingenommen, weil es ein cooles Update gab, wo es wirklich gute Features hat für eben auch mehr Spieler. Auf dem 8. Platz frage ich, wo ist mein Perry? Dort, wo das Wasser ist. So sieht es aus. Wo ist mein Wasser? Das ist auch von Disney-Spielen. Und wo ist mein Wasser? Haben wir auch schon mal getestet. Sehr ähnliches Prinzip. Macht es aber nicht schlechter, weil es ist ein sehr putziges, gutes Spiel. Auch wunderbar für Kinder. Auf Platz 7 haben wir Toon Shooters. Ein Horizontal-Shooter, glaube ich, wenn ich mich täusche. Wie spielt es sich? Ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also die Steuerung ist wunderbar, klappt einwandfrei. Bei diesen Spielen bin ich sowieso immer ein bisschen streng, aber hier muss ich sagen, super. Und die können ganz viel kaufen, wenn ihr halt echt das Geld gebt. Müsst ihr aber nicht. Also ich konnte es wirklich lang spielen und das klappt wunderbar. Böse sind richtig cool. Kann ich wirklich empfehlen. Auf Platz 6 haben wir Pocket Planes. Flugzeugspiele, Simulation, was ist es ganz genau? Es ist von den Tiny Towers Macher, also das sagt schon ganz viel vom Grafikstil und so weiter. Das ist einfach cool. Plus eben, ihr fliegt Passagiere in der ganzen Weltgeschichte rum. Und das könnt ihr halt mehrfach, ihr könnt natürlich ein Flugzeug updaten. Und immer ein bisschen Geschichten von den Flugpassagieren. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Geht auch gratis. Und wer es halt schneller will, muss halt ein bisschen etwas dazu zahlen. Plus all die Implementationen. Du bekommst ständig Push-Nachrichten über. Wenn es dir wünschst, musst du natürlich nicht haben. Aber insgesamt wirklich eine ganz coole Sache. Platz 5 haben wir Stick Tennis. Tennis ist hoch im Kurs, jetzt wo der Federer gewonnen hat. Wie ist das? Es ist natürlich eben Stick Tennis, also von der Grafik her alles sehr rudimentär. Spieler ist aber richtig cool. Also ihr könnt schneiden, coole Lobs machen, alles drinnen. Und das mit einem Fingerwisch.
Auf Platz 4 haben wir Frogger Hyper Arcade Edition. Es ist immer noch alt, aber ich glaube, da macht es ein bisschen mehr Spass. Da macht es noch spürlich mehr Spass als auf der stationären Konsole, weil es einfach eben das gratis drauf tippt und so, das klappt auch tipptopp. Die Modi sind cool, es sieht gut aus und viel billigerer Preis. All das zusammen führt dazu, dass es auf den vierten Platz gelangt hat. Und Bronzemedaille hat London 2012. Was ist der Unterschied zur Konsolenversion? Ja, da ist ein riesiger Unterschied. Also sonst wäre sie auch locker auf dem ersten Platz. Ihr habt hier Comicfiguren, die ganze Grafik ist anders, Disziplinen haben ihr deutlich weniger. Aber es spielt sich das, was es hat, spielt sich gut. Man kommt schnell rein, das macht Laune. Aber eben, da haben wir wirklich einen grossen Unterschied gegenüber der stationären Version. Get set. Auf Platz 2 haben wir Mutant Storm. Ein klassischer Twin-Stick-Shooter. Was macht es jetzt so speziell, dass es doch so weit vorkommt? Speziell macht es die Steuerung, die funktioniert. Dann das ganze Level-Design, also hat wirklich coole Level. Coole Grafik, auch ein bisschen psychedelisch das Ganze. Und die coolen Bossfights. Also, wer so etwas mag, der ist schon ganz, ganz am richtigen Ort. Platz 1 und das erste Mal so klaren Platz 1 haben wir noch nie gehabt. Außer vielleicht, wo Tiny Wings rausgekommen ist, aber jetzt haben wir halt Tiny Wings HD. Aber wegen dem HD allein ist es ja nicht ganz klar Nummer 1, sondern es müssen ja wirklich spielerische Änderungen drin sein. Genau, das hat es natürlich. Also erstens eben Tiny Wings, oder können der sicher eines der besten Spiele überhaupt. Kleine Vogel, wo mit ganz kleinen Flügel eben probiert ein bisschen zu fliegen und das ist so herzig gemacht. Aber jetzt in HD haben wir erstens natürlich eine super Optik. Dann haben die spielerisch haben noch so kleine Vögel dabei, auch ganz herzig gemacht. Und ihr habt einen Mehrspielermodus, wo natürlich eben dann natürlich die Komponenten bringt. Ah, wer ist jetzt wirklich der Bessere mit diesen kleinen Flügeln, wo er richtig fliegen kann? Das ist die Frage. Finden wir nachher gerade wieder raus. Aber wie gesagt, also Tiny Wings HD ist wirklich jeder Rappen wert.